Deswegen lasse ich das Rasten erstmal. Im schlimmsten Fall kippt er, glaube ich, um. Was nicht so gut wäre. Ja. So, den versuchen wir uns mal an dem vorbeizuschleichen. Ah ja, da ist so eine Anzeige, dass wir entdeckt werden. Okay, er hat uns schon mal wahrgenommen, aber er hat uns noch nicht entdeckt. Gut. Obwohl, töten wir ihn einfach. Nehmen alles mit, was er hat. Und gucken noch mal hier drüben in das Lager rein. Ich habe nämlich so das Gefühl, ich habe eine Ration zu wenig mit damit genommen. Da ist vielleicht noch eine drin. Gucke ich mal kurz. Genau. Die kann ich allerdings nicht mitnehmen. Auch gut. So, wieder auf die eigene Formation wechseln, bitte. Na, dann haben wir nicht viele Möglichkeiten. So, gehen wir erstmal hier lang. Okay, hier sind vielleicht 6 Symbole. Okay, da können wir anzünden. Das lassen wir erst einmal. Wir gehen hier weiter. Okay, erstmal den schwarzen Oß wieder. Die sind zumindest ziemlich leichte Gegner. Ja, Waffe von Fenrir unwirksam. Und die Armbrust, die wir noch nicht haben. Alles einsacken hier. Where'd that slime come from? Gut, das mit der Maske. Juwel füllen. Oh, das Juwel haben wir noch gar nicht. Das ist auf der anderen Seite. Die Dinger können wir nicht anzünden. Ich denke mal, wir gucken uns auf der anderen Seite um, machen dann nochmal einen Quick Save. Und versuchen dann über das andere Ding zu kommen. So, jetzt haben wir allerdings die Armbrust. Wait, do you hear that? Ja, habe ich. Das ist dieser Skuldor-Welpe. Den machen wir lieber auf besondere Art und Weise fertig. Der sieht mir nämlich immer noch zu böse aus. Okay. Wir können ihn sogar plündern. Skuldor-Ohr wurde im Lager abgelegt. Können einen Durchbruch erzielen. Ja. Okay, nochmal ein Quick Save. Und dann versuchen wir hier mal die Dinger zu entzünden. Hä? Rasch entzünden sich die Flammen in der Feuerschale und winden sich empor. Was steht hier? Obwohl dieses Wandgemälde uralt sein muss, sehen die Farben immer noch glänzend und kräftig aus. Okay, so wie es aussieht, haben wir den Weg frei gemacht. Wir können jetzt jeden Einzelnen da rüber schicken. Wir haben einen Exit. Sounds like the storm passed too.
Hm? Ja. Hoffentlich überlebt er es noch. Obwohl, wenn da der Ausgang ist. Gucken wir mal kurz, was ist da drüben? Da ist nichts außer einer Wand. So, wir drei müssten das eigentlich schaffen, wenn wir hier einen Ausgang finden. Oh, Spinnen. Wie sieht eigentlich die Gesundheit so aus? Du bist noch gut dabei, du bist angeschlagen, du bist sowieso noch gut dabei. Wie sieht's mit dir aus? Ja. Du sowieso. Hm? Du haut das Vieh mal um. Gut. Okay, hier wäre ein Ausgang. Da ist noch eine Nebenkammer. Ich habe so die Vermutung, wenn ich dich da durchschicke. Ich glaube, ich gehe gerade den idealen Weg. Hoffe ich jedenfalls mal. Ja, das sieht so ganz danach aus. I could scout ahead. See what's around. How can I help? Stay quiet. Okay, geh mal voraus und guck mal, was sich da drin befindet. So ein Vieh. Okay, das ist auch ziemlich schnell entdeckt. Gut. Dann belegen wir das gleich mal wieder mit allem Möglichen. Da das einmal pro Begegnung geht. So, tot. Oh, da ist noch eins. Mehrere. Die zählen aber zum Glück nur immer als eine Begegnung. Was ist mit dir los? Du hast nur noch eine Ausdauer. Dann solltest du dich mal zurückziehen. Und du? Hau den um. So. Gut, du regenerierst deine Ausdauer. Mhm. Das war jetzt gerade heftig. Deine Ausdauer scheint auch ziemlich runtergegangen zu sein. So, ich will mal kurz probieren, was passiert, wenn wir diese Wand aufbrechen. Bei der Mauer zieht, zieht sich ein Spalt vom Boden zur Decke. Durch den Spalt wird ein leichter Luftzug. Die Mauer mit Hammer und Meißel schwächen. Du machst dich an die Arbeit. Durch deine Bemühungen werden die Spalte länger und breiter. Aber es geht schwieriger, als du erwartet hättest. Auf deiner Stirn bilden sich Schweiß und deine Muskeln beginnen zu schmerzen. Weiter an der Wand meißeln. Nach mehreren langen Momenten beginnst du auf der anderen Seite Licht zu erkennen. Nach einem letzten Schlag wackeln mehrere Steinblöcke und fallen schließlich heraus. Dadurch entstehende Spalt ist gerade breit genug, dass du dich hindurchzwingen kannst. Ja, das sieht etwas größer aus. Egal. Wir können jetzt erstmal verschwinden von hier. Oh, können wir nicht. Oder? Nee, ich glaube, ich habe es vergessen zu tun. Ja, habe ich. Wieder zurück auf meine Heldengruppe. Hm? Jetzt muss ich die wieder einzeln hier durchschicken. So. Hm. Right. Ich kann nicht zufällig irgendwie Wegpunkte setzen. Mhm. Hat auf jeden Fall sehr weh getan und auch ihm hier sogar. Hm? Jetzt können wir aber wenigstens mittig durch. Ja. Autsch. Falle wirkt Flammenfächer. Okay, sie sind alle müde.
Dadurch sinkt die Ausdauer, aber wir müssen wohl oder übel erstmal hier rauskommen. So, platziere das Juwel. Und dann töten wir noch den Bus hier. Selbst bei einem Wolf leidet unter Müdigkeit. Right. So, da war das Zeug drin, genau. Den Mantel hätte ich nämlich ganz gerne, der macht 5. Schwacher Umhang des Schutzes, Tapferkeit plus 5, Reflexe plus 5 und Wille plus 5. Hm. So, schon mal cool, dass wir den jetzt auch an uns sehen. Und ich denke mal, bevor wir nochmal durch die Fallen durchgehen, versuchen wir es von der anderen Seite aus. Also einfach hier durch. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier rauskommen. Ah ja, hier sind noch mal solche Spinnen. Oh, da ist die dicke Mama. Die blendest du mal. Du setzt eine Markierung auf sie. Du greifst die dicke Mama gleich an. Warum geht deine Ausdauer so schnell runter? Oh, du bist jetzt bewusstlos. Das ist nicht so schön. Kritische Müdigkeit. Okay, mein Vertrauter ist auch außer Gefecht. Was geht die Ausdauer runter? Achso, die beißt ordentlich, hä? Du hau sie nochmal um. Oder töte sie einfach. Spinnenbein. Da wäre der Ausgang. Da ist aber noch eine Seitenhöhle. Den können wir plündern. Der hat einen Helm. Helme sind immer gut. Und Edelsteine. Oh, und da oben ist noch was. Im Netz hängen Fledermäuse, was? Die so groß wie Hühner sind. Und da hinten ist ein Rapier und ein Blutstein, okay. Habe ich hier irgendwas übersehen? Das da habe ich geplündert. Okay. Dann raus hier. So, können wir hier draußen versuchen zu rasten, bitte? Oder läuft sie jetzt auch wieder weg? Nein, diesmal ist sie nicht weggelaufen und wir sind alle wieder oben auf. Magier? Älterer Robenträger. Die Silhouette von den vier Gestalten stehen vor einem überweltlichen Apparat, einer uralten Struktur aus gemeißeltem Adra mit metallischen Adern. Rätselhaft, ominös und wie ein stiller Beobachter bedrohlich auffragend. Regungslos in ihrer Mitte scheint ein menschlicher Körper zu stehen, der farblos wie Stein oder Asche ist. Die anderen Gestalten scheinen sie fast besinnlich anzusehen. An deinem Beobachtungspunkt kannst du von ihnen nicht gesehen werden. Also ja, das sind die drei und der Anführer.
Das Gesicht einer der Gestalt ist von weitem sichtbar. Er wird von langen, locken, öligen, grauen Haares eingerahmt, das an den Enden dunkel getönt ist. Ein dichter Bart scheint außerdem sämtliche Gefühlsregungen zu verdecken. Seine verblichene Robe ist mit einer Art Runenschrift bestickt, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Und auf seinem Körper trägt er eine seltsame schwarze Kopfbedeckung, auf der links und rechts, wie die Flügel einer gottlosen und bösartigen Kreatur, jeweils eine Ausbuchtung hervorsteht. Okay. Both binder bear witness. And see, this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favored. Let his life by the key be his confession. Let his death by the key be his absolution. May he walk the world ever free of the crushing weight